Züge und Radiotechnik. Liebe Radiofreunde, ich möchte euch heute vorstellen, nicht das erste, sondern eines der ersten Tonbandgeräte der DDR. Es müsste aus dem Jahr 1955 sein. Zum Preis habe ich keine Ahnung jetzt. War bestimmt nicht billig für den Normalverdiener. Und es ist auch ein sehr kompliziertes Gerät. Es ist eine Tonband-Plattenspieler-Kombination. Und angeschlossen habe ich es jetzt hier an diesen Olympia Nummer XXX unbekannt aus dem Sachsenwerk. Auch ein Mittelsuper aus den frühen 50er, was heißt auch ein Mittelsuper aus den frühen 50er Jahren. Sehr schönes Stück. Und ich mache jetzt ja erstmal, führe ich hier als am einfachsten die Platte vor. Plattenteller, ne? Wo soll ich das? Kann ich hier drauflegen. Und dann habe ich hier, ja, ich weiß ja nicht, die DDR war ja nicht so für Rock'n'Roll, zumindest die offizielle, aber ich habe hier eine alte Amiga-Platte. Mr. Patton aus Manhattan, und wie man sieht, mit dem Originaltitel See You Later Alligator. Keine Ahnung, wann die rauskamen und wie das Gehör geschafft hat in die VEB Deutsche Schallplatten, aber ich führe euch das jetzt mal hier vor. So, ich muss jetzt erstmal das Gerät hier anschalten auf Tonabnehmer. Da ist es eigentlich sofort betriebsbereit, weil da eigentlich nur der Motor angeschaltet wird. Und hier hinten muss ich den Motor auch noch anschwenken. Sonst gibt es Druckstellen auf dem Gummiring. Und dann gehe ich hier auf Vorlauf. Mache natürlich das Radio erstmal noch ein bisschen lauter. Ja, der Motor, der macht hier so leichte Störgeräusche, keine Ahnung jetzt. Und dann mache ich den. Ja, ich glaube, das reicht das mal. Platte ist auch schon oft gespielt. So, ich schalte jetzt hier mal aus. Dann bleibt das Ganze stehen so langsam hier. Naja, ich bremse das mal ab. Nee, halt! Hier muss ich ausschalten. So, ja, okay. Und dann nehme ich mal die Platte vorsichtig runter. Und anschließend den Plattenteller. Und dann werde ich mal ein Tonband einlegen. Das Tonband einzulegen ist jetzt auch nicht ganz so einfach, wie man denkt. Vielleicht nochmal der Hinweis, erkläre ich euch mal kurz das Gerät. Also hier sind die Schalter für die einzelnen Wiedergabe- und Aufnahmefunktionen hier. Das ist die Andruckrolle und das ist eigentlich die Tonwelle hier. Die müsste jetzt eigentlich von alleine hier abgehen, aber irgendwie nach mehr als 60 Jahren, da habe ich jetzt richtig gerechnet, funktioniert das nicht mehr richtig. Das sind hier ja, die Wickel. Wenn ich spulen will, muss ich hier die Bänder festschrauben und aufpassen, dass sie richtig sind. Das funktioniert aber nicht mehr ganz. Und hier ist nochmal so ein Klangregler. Ja, ich habe es nur auf höchsten Klang. Und ja, das ist hier zur Bandstraffung. Und das sind hier die Aufnahme und der Löschkopf und der Aufnahme-Wiedergabekopf. Die kann man ja auch hier richtig schön abschrauben. Und da sieht man richtig schön die gewickelten Spulen für diese Tonköpfe. Und das Band läuft auch mit 19, Zentimeter pro Sekunde. So, ich lege jetzt mal das hier mal drauf hier. So, hoffe, dass das jetzt auf Anhieb klappt. Das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Ich muss hier drunter, unter diesem Tonabnehmer, dass hier nichts kaputt geht. Das ist also, wenn man da vielleicht eine Party gemacht hat und hat ein bisschen was getrunken, ist das alles nicht ganz so einfach gewesen. So, jetzt gehe ich hier, jetzt muss ich selber erstmal überlegen hier. Wenn man ihn ins Bild stellen will, hier über diesen Schwenker, das
Band jetzt richtig. Also vielleicht noch mal dazu dem Band. Das ist natürlich ganz altes hier, schnell reißbares. Und irgendwas gefällt mir hier nicht. So, ich mache es noch mal. Ja, beim Erzählen bin ich bei dem reißbaren Band stehen geblieben. Was hier auch noch wichtig ist, das ist, dieses Band ist die Magnetschicht. Die ist ja außen, wie bei einer Kassette, also nicht wie beim normalen Tonband, wo die innen ist, sondern das ist hier richtig wie bei einer Kassette auf der Außenspur. So, jetzt fummel ich das hier alles rein durch die beiden Tonköpfe hier, diesen Spanner und diesen Umlenker, die Rolle. Die ist hier, Tonwelle, also die ist natürlich auch hart hier. So, und dann gehe ich hier. Und diese. Hier nochmal zurück. So, das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Und natürlich der Vorführeffekt. Na, am besten ich drehe das dann mit der Hand schon mal so ein bisschen vorher. So, und dann schalte ich mal ein. Also ich muss hier wirklich aufpassen, ich darf mich nicht verschalten, wenn ich ja aus Versehen auf Rundfunktonabnehmer oder Mikrofon schalte und lasse das Band laufen, ist die Stelle gelöscht. Also das ist schon nicht ganz so einfach. So, jetzt habe ich Wiedergabe. Machen wir den Vorlauf. Ja, leider der Motor, keine Ahnung. Kann ich jetzt aber nichts machen. Jo! Ist durchaus Musik, die vielleicht für die Zeit stilecht ist. Zwar nicht von 1955, aber das Gerät war ja bestimmt auch länger im Einsatz. Und ein paar Details hier. Ja, die Tonwelle finde ich ja beeindruckend hier. Wenn ich hier den Motor jetzt abschwenke, bleibt die ganze Sache stehen. Ich halte mich an. Jetzt gibt es ja noch eine andere Sache hier. Ich kann das Band rückwärts laufen lassen. Ja. Und hier hört man irgendwie, finde ich, beim Sprechen und Singen, da atme ich ja Luft aus. Und rückwärts müsste ich sie einatmen. Und genauso hört sich das an, als ob die Leute hier, wenn die hier singen und sprechen, alle nach Luft schnappen. Aber ich lasse das mal gleich zurücklaufen, denn ich will euch mal zeigen, wie man mit dem Gerät aufnimmt. Hier mal das Gerät von hinten. Das ist aus dem Messgerätewerk Zwönitz. Das heißt offiziell Magnettonbandgerät 25. Ich glaube, das erste, was in der DDR war das BG-19, wenn ich mich nicht irre. Hier hinten hat mal einer, ja, da schon was rausgesehen, keine Ahnung warum, da ist die Schaltskizze, wie man mit dem Gerät aufnimmt, wie man ein Radio präparieren muss, damit man mit dem Gerät aufnehmen kann. Also das ist sehr kompliziert, das werden wohl die wenigsten so gemacht haben. Also der Anschluss normalerweise, die NF, geht hier über den Plattenspieleranschluss. Das kann ich, ob man das hier sieht. Das ist im Prinzip normal. Aber die Aufnahme geht hier über die Lautsprecherbuchse. Voraussetzung ist auch, dass das Gerät einen hochohmigen Anschluss hat für den Zweitlautsprecher. Also von der Anodenspannung gehe ich direkt ab auf das Gerät. Wenn ich das an ein Gerät anschließe, an ein Radiogerät, was keinen hochohmigen Lautsprecherausgang hat, muss ich das Gerät umbauen. Und ich muss unabhängig davon dafür sorgen, wenn ich mit Mikrofon aufnehme, dass ich dann die Lautsprecher abschalte vom Gerät und dann hier über die Kopfhörerbuchse dann die Kontrolle mir anhöre. Zur Aussteuerungsanzeige ist hier diese Glimmlampe, also wenn es zu laut ist, fängt die an zu leuchten. Und ich habe nur den Lautsprecher nicht abgeklemmt, aber ich will euch das mal zeigen, wie man mit dem Mikrofon aufnimmt. Und das Besondere ist hier, ich gehe hier mit dem Mikrofon rein, gehe dann auf das Radio, auf den NF-Verstärker und von dem Lautsprecherausgang, dem hochohmigen Lautsprecherausgang, gehen dann die 200 Volt wieder hier rauf
auf das Gerät, was es dann verarbeitet für die Aufnahme. Recht kompliziert, nicht ganz ungefährlich. Und was noch ganz wichtig ist, egal ob ich jetzt mit Mikrofon oder vom Radio aufnehme, die Aufnahme ist abhängig von der Lautstärke. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wie wir das kennen, alle so die, naja, mittlerweile auch schon fast 60-Jährigen, dass sie ein Tonband- oder Kassettengerät ans Radio anschließen und können laut und leise machen und die Aufnahme ist immer gleich. Nein, hier ist die Lautstärke, die Aufnahmelautstärke abhängig von der Einstellung des Lautstärkeregelers. Und wenn ich daran drehe oder rankomme oder wie auch immer, ist die ganze Aufnahme versaut. Jetzt möchte ich mal zeigen, wie man ein Mikrofon hier aufnimmt. Jetzt zur versprochenen Mikrofonaufnahme. Dazu ist hier einmal dieses Mikrofon hier, dieses alte. Ja, ich nehme an, das gab es passend dazu. Und dann ist ja dieser Siemens-Stecker, denke ich, ist das hier. Und den stecke ich jetzt hier in die Mikrofonbuchse. Ich schalte das Gerät erstmal auf Mikrofon. Stecke den hier rein. Und nun ist natürlich das Problem mit der Rückkopplung. Ich müsste ja hier, ich höre mich jetzt über das Radio, das ist natürlich nicht gut. Ich müsste ja die Lautsprecher abschalten, das war mir zu viel Aufwand. Und ich versuche jetzt mal, ich gehe jetzt hier auf Vorlauf. Und ja, ihr hört mich feste selber. Was sagt man mal bei solchen Mikrofonproben? 1, 2, 3. Ich versuche mal mit dem Osterspaziergang von Goethe. Vom Eis befreiten Strom und Bäche, von des Frühlings Heule belebender Kraft, aus den Tälern grünet Hoffnungsglück oder so ähnlich. Viel weiter weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Ja, was ja halt. So, jetzt darf ich auf keinen Fall vergessen, auf Wiedergabe zu gehen, sonst ist alles gelöscht. Dann mache ich jetzt mal den Rücklauf. Das hört sich gut an. Ihr hört, wie ich hab's. Es funktioniert. Ja, das wäre was für Wetten, das mal zu hören, was ich hier gesagt habe. Ohne vorher zu wissen. Halt, so. Jetzt gehen wir auf Vorlauf. Und ja, ihr hört mich feste selber. Was sagt man mal bei solchen Mikrofonproben? 1, 2, 3. Ich versuche mal mit dem Osterspaziergang von Goethe. Vom Eis befreiten Strom und Bäche, von des Frühlings Heule belebender Kraft, aus den Tälern grünet Hoffnungsglück oder so ähnlich. Viel weiter weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Die Aussteuerungsanzeige schaffe ich jetzt hier nicht auf, wenn ich lauter spreche. Und ja, ich halte jetzt mal an, spule zurück und mal sehen, ob diese Aufnahme was geworden ist. Ja, also Leute, für ein Tonbandgerät aus dem Jahre 1955, das ist eigentlich wirklich noch prima. Und vielleicht noch was zur Technik hier, also das ist alles mit Röhren hier und man kommt schön ran, das ist eigentlich eine, ja, sieht eigentlich noch aus wie vom Reichsrundfunk hier und der Frequenzgang ist aber etwas besser als die Mittelwelle. Also man kann da keine großen Sprünge mit machen. Es ist ein schönes Sammlerstück, aber eben zur Nutzung, naja, es war schon nicht ganz einfach, das Gerät zu nutzen und war damals bestimmt auch sehr teuer. Bei der Gelegenheit möchte ich euch doch nochmal zeigen, hier einen Ton- bzw. Löschkopf, wie der aussieht, weil das ja wirklich sehr schön zu sehen ist. Ich schraube das mal ganz einfach ab und man sieht ja ganz wunderbar, die Spulen, na gut, der Spalt ist natürlich sehr klein, aber den kann man, naja, ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber zur Not kann man den hier auch noch selber wickeln. Alles sehr wunderschön zu sehen. Richtig ein klassischer Tonkopf wie aus dem Lehrbuch. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal an meinen Finger nachgerechnet. Also das Gerät ist jetzt 66 Jahre alt. Ich denke mal, da gibt es jetzt nichts mehr dran zu meckern. Also 66 Jahre ein solches Gerät, dass das funktioniert, das ist schön. Also es ist natürlich was dran gemacht worden, das ist klar. Aber ich finde es trotzdem eine tolle Sache. Und ich möchte mich jetzt verabschieden mit einem passenden Lied von der großartigen Bärbel Wachholz, was hier wirklich wunderbar zu passt.